die kleine Maus, die Waldmaus. Gerade hat sie noch gefressen. Vielleicht eine Gelbhalsmaus. Und jetzt wird sie umgesetzt in ihren Eimer. Muss erst noch eine Nacht hier bleiben. Diese Drahtgitterfalle kann ich im Übrigen überhaupt nicht empfehlen. Das sind die reinsten Foltermaschinen. Ich habe zwar die in der Not gekauft und modifiziert, indem ich die Höhe hochgebogen habe, aber das hat auch nicht gereicht. Diese Maus hier hat Glück gehabt, die zweite hat leider an der Seite immer noch einklemmen können. Also das war bunt, nicht gebrochen, aber ganz klar keine Kaufempfehlung. Auf meinem Blog berichte ich über Fallen, die ganz gut funktioniert haben. Die Adresse blende ich ein. Heute ist der Abreisetag. Gestern habe ich die Maus gefangen. Jetzt geht es darum, die Maus, die gerade in diese Schachtel geklettert ist, in diese Transportkiste hier zu kriegen. Mit Tasche, Holzwolle, hat sie Deckung. Ja, jetzt will ich mal gucken. Ich habe hier Glasscheiben. Man sollte nachts einen Deckel drauf machen, damit die nicht rausspringen kann. Hier ist mal eine Maus, die zeigt mal, wie hoch sie springen kann. Die wollte gleich wieder raus, kurz nachdem ich sie reingesetzt habe. Ich glaube zwar nicht, weil es eine junge Maus ist, dass sie wirklich rauskommen würde. Aber man weiß ja nie. Vielleicht ist es ja so eine Sportskanone. Deswegen lieber abdecken. Und über Nacht mache ich dann über die Glasscheiben auch noch ein Tuch, dann hat sie ihre Ruhe. Dann schiebe ich das hier weg und versuche möglichst nur eine kleine Lücke zu lassen, weil die wirklich ihre Gelegenheit schon genutzt haben und mir über den Eimerrand weggehüpft sind. Mal gucken, ob sie da ist. Da ist das Mäuschen. Okay. Kann ich das nicht mit der Kamera machen. Also nochmal mit Stativ. Die Maus ist in ihrem Kästchen, bewegt sich und macht sich startklar zur Flucht. Jetzt muss ich sie am besten zumachen, so kann sie nicht raus. Und dann schnell ins neue Haus. Und der Deckel sollte eigentlich schon bereit liegen und gleich drauf. So kann sie nicht weghopsen. Fertig zum Abmarsch. Hey, guck mal hier, rückwärts. Die will nicht weg. Das ist ja zu kalt. Ja, die Mause. Kindchen. So aufmachen, dass beide raus. Ja, dass die Maus so kriegen kann. Dann sieht sie, dass die andere auch da ist. Soll ich das mal umkippen? Ja. Nimm mal die andere auch mit.
der läuft. Los. Na los, hau ab, Mäuschen. Wo ist denn die andere? Hast du sie noch gesehen? Da gleich in dem Haufen gelandet. Da hinten läuft sie, guck mal da. Das ist besser.